Willkommen zurück hier zum Let's Play von Tales of Zestiria, wieder mal vor Lastumbel, der Kunsthandwerkerstadt. Und ja, wir haben noch viel zu tun, wenn man so betrachten möchte. Ups, das war gerade die falsche Taste. Das natürlich auch, und das ist natürlich die richtige hier. Geht zum Außenposten von Highland auf dem Schlachtfeld für, naja, Infos halb bezüglich Alicia. Oder aber geht nach Pendrago und hilf Rose. Wenn wir sagen, jo, erstmal zu Rose, weil ich glaube, die können Hilfe mehr gebrauchen. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwie egal ist, welche Reihenfolge das Ganze mache. Wenn das nicht egal ist, dann natürlich gleich ein Problem. Okay, ich habe sowieso ein Problem. Kurioserweise, ja, geht's. Pendrago ist da, okay. Kann ich irgendwie Pendrago abkürzen? Sondern dann ganz nützlich. Eigentlich nach Pendrago, jo, da geht's. Das geht natürlich, aber Pendrago selbst, nö. So habe ich hier gerade irgendwie etwas Besonderes, noch etwas auf der Karte verzeichnet, oder wie sonst darf ich das verstehen? Ich sehe schon, ich verstehe natürlich nichts. Gut, ich habe natürlich Gefahrsruine, da waren wir schon, jojo. Die Schmelztiegel und so weiter kommen auch noch, weil die Schmelztiegel noch machen muss. Ach du Scheinkreister. Egal, jetzt schon. Irgendwie muss es ja. Da mal gucken, sehe ich da Rose schon irgendwie, bevor das Event ausgelöst wird? Ich schätze mal nicht. Hallo! またやりやがったか。これで5件目だな。何があったの?知らないのか?ここんとこ毎晩貴族の屋敷が襲われてるんだ。 それが妙な盗賊でな。襲うたびにあんな張り紙を残していきやがる。一緒に奪った金もばらまいていくんだ。残念だったな。もうちょっと早く来れば拾えたんだが。受けたくねえよ。悪党の施しなんざ。 Ja, und bis dahin gehe ich mal aufs Klo. Alter, okay. Dann mal ganz kurz gucken. Hier ein Geschäft noch. Mit zwei würde man das etwas gibt, aber hey, man weiß nie. Wie sieht's aus? Da steht so überall neu, neu, neu. Man sieht, es bringt nicht gerade sehr viel. Verschmelzt noch in etwas. Okay. Noch ein bisschen Quarz. Jo. Quarzstiefel plus 3. Sehr schön. Jo, wenn man sagen, bis. Warten bis zur Nacht war und dann gucken, wie es weitergeht. Was sollen wir auch sonst tun? Gasthaus, was nehmen wir dann? Steak, Dragweintopf, saure Gurken. Wäre auch meine Variante. Gebackene Tomaten, Blumenkartoffeln, Marburg-Currybrötchen. Mit mal ein Steak, wa? Dragweintopf, so im Winter und so. Hm? Also, so überall alles kalt ist, man braucht natürlich was Warmes im Magen, ne, ist klar. Wo das Essen ganz einfach bis über den Magen ankommt, ist eh wieder kalt, also von dem her. Ist das ja eigentlich wieder fehl. Es ist leise. Ja. Hat jemand gerade den Sound abgedreht? Wer war das? Wer hat mir den Sound geklaut? Vermutlich schon, wa? Dann nochmal gucken. Wir sind gleich da. Ja, ja, ja. Der Stein ist auch schon da. Und, aber Rose noch nicht. Nö, ist sie noch still? Zu still. Mata. Yakusoku no kane o harae nai tte douyu koto da? Tōzen da. Dore dake no higai ga detta to omotte iru? Keibi 30 mei ga fusshō.
被害総額は2000万ガルド以上だぞ。知らないね。警備が間抜けだからだろ。賊は貴様が目的だと言っているが。明朝、風の骨の処刑を執行する。そこで蹴りをつけろ。報酬の件はそれからだ。どうやって棟梁をおびき出す？それを考えるのが貴様の仕事だ。元仲間、いくらでも連絡の方法はあるだろう。 Das ging jetzt schnell. Du, Echsenkrieger, du. Oh, die haben da, das ist ein bisschen doof. Jetzt, ja, es wird schon wieder. Und leider hat keine Esser zum Amortisieren. Ich bin gerade ein bisschen doof. Ah, geht doch. Das geht auf die Schnelle. Hier, Blasenpfeile. So schnell kann es gehen, Freunde. Oh Mann. Kitsune o miushinatta. Sagaso. Der schwanzlose Kyubi, er ist back! Kommt nicht mal lang, ne? Den werden wir schön die Suppe versalzen. Das ist zumindest mal meine Idee. Ja. Ich schätze mal, die Richtung stimmt. Die Stimmung ist sogar ziemlich sicher und ziemlich genau. Au. やっと会えたね、ルナール。ああ、あんたのお膳立て通りにね。助かったよ。さすがにローの中じゃ手が出せなかったから。めんどくさいと思ったが気が変わった。 やっぱり。この手で殺してやるよ。ダメだ、逃げろ。どうしてボロボロじゃねえか。悪いな、その子が死ぬと悲しむやつがいる。こいつは任せろ。 Natürlich macht Lunaria einfach nichts, lässt sich einfach beiziehen. Ach du Scheiße, gut. Ja, komm du. Ganz ehrlich, der Typ ist ja neben Hildalf und Simon der, den wir eigentlich am häufigsten sehen, wa? Wow, wenn man so schlecht ist. Ja, leg mal los. Und ein paar Esser. Versuch dein Bestes. Ja, das ist doch lame, Alter. Come on. Ein bisschen mehr anstrengend war es dich aber schon. Ja, komm doch! Alter, so schwache Arte hat er drauf. Mal gucken, wie hoch geht's überhaupt? Ja, mehr 6 S, aber. Ah, triff's mich nicht! Ist ein Arsch.
Höher, geh noch höher. Oh, jetzt geht's nicht mehr. Und in your face! Hält er noch viel aus? Der hält sogar zwei mystische Arte aus und hat trotzdem noch über die Hälfte an Power. Hört ihr gehört was? Wer ist der Typ? Okay, noch gleich. Holt uns noch wieder Layla zurück. Ihr dürft ruhig amatisieren und ein bisschen loslegen, Leute, haben nichts dagegen. Oh, meine Fresse, machen wir es dazu. Woho, setzt der keine Arte ein. Mystische von mir aus, aber scheißegal, was genau. Das sind die Luft einen Kauch, aber da kann auch kein Bock drauf. Greif mich an, hier bin ich doch. Na komm, 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 das ist mir Esser. Boah, er will nicht mehr. Gut, wird aufgelöst, zack, wieder geswitcht. Und automatisiert. Haben wir zwei Varianten, Spamming. Stärkste Variante. Feuerball. Ein bisschen Kombi vielleicht. Yo, Mann, was geht ab? Kein SK mehr. Alter! Das ist jetzt ein bisschen doof. Wieder stand dagegen. Das Problem ist, wir müssen warten. Weil sonst kriegt unser guter Zavida keine Erfahrungspunkte. Und das ist natürlich Fail. Bitte was? Habe ich gerade richtig gesehen? Er hat nur 3 Esser maximal? Ups, wir haben da wieder einen Fehler gemacht. Ich brauche doch 4, sonst kriegt es noch nur. Mal ganz kurz, hat denn der eigentlich eine Power? Der Fokus und der Angriff sind so verdammt hoch. Deswegen macht er immer so viel Schaden, wenn er trifft. Ist Savid, ist ihm noch Taura? Nö, regeneriert sie wieder. Dramatisieren, Leute! Ich hab's euch gerade getrennt seit. Also, fragen wir mal, was ist los? Verbrennen in unendlichen Hölle! Alter, das ist wenig. Nein, das war der falsche. Ich wollte eigentlich das hier machen. Ja, so wie dazu. So zu meiner Theorie. Ja. これは。
私の仕事。眠りよ。こうねえ誰。ざけんじゃねえ。安らぎもクソもあるか。カッコつけようが人殺しだ。ただの。分かってる。家族ごっこの建前のくせに。だったら。決めろだよ。Was zum Henker war denn das für ein Auftritt wieder mal? Oh, Scheiße. Hat echt wieder mal Edna keine Erfahrungspunkte gekriegt. Da gibt's einfach nicht. Ey, Alter, wie schwach die mittlerweile ist. Ah, wieso muss die immer so ein Pech haben? Leck mich am Arsch. Eigentlich schon 4 Level hinter Zoe. Das gibt's einfach nicht. Ja, ich wünsche mir irgendwann mal so eine Art Sonderbonbon, so das herkriegen zum Level up, aber. Ich glaub, daraus wird so schnell nix. Ja. Wir haben alle gerettet, außer Edna, die ist wieder tot. Also nicht wirklich, aber egal. Von uns denkst, ja, ich verstehe auch nicht. Vor allem, wer ist der Typ überhaupt? Er sieht überhaupt ohne halt seine Humor-Face-Dingsbums aus, sprich seine wahren Gestalt, wa? Und hoffentlich ist jetzt ein für alle Mal down, da gehen wir sowas in den Sack, hey. Naja. Was? Titte, Megan's Cool, keine Sorge. Lausam, dass ich alle versorgt habe. Okay, gut. Jo, wir gehen. Und sie hat 13 Fusionspunkte. Also, das mit den Fusionspunkten ist auch eigentlich eine nette kleine Fähigkeit, kann man durchaus so sagen. Aber, denk mal eine, die wir vermutlich niemals gebrauchen werden, weil wir, naja, nicht gerade irgendwie keine Kohle mehr haben, versteht ihr, von dem her, von dem Aspekt. Das haben wir schon das ganze Spiel durch eigentlich immer gemacht, so fusionieren dort und so, und ja, ist halt dann schon so, dass es ein bisschen schwierig für mich ist, sich da umzugewöhnen. So, dann, ja. Ja, jetzt. サイカの剣士を撃つためのものだったのか。そのためっつうか、魔王坊と結びついたヘルの野郎には効くかもってことだろうな。ザビーダはそうとして、これをスレイにバレちまったか。なんて言えればかっこいいんだがな。言ったろ、なんとなくだって。さすがの俺様も予知能力はねえし。そもそもこれは何なんだ。ザビーダはどうやって手に入れたんだ。たまたま拾った、何かは忘れた。厳しいんじゃないか。それで偶然だと言い張るのは。信じる信じないは勝手だが、案外そんなもんだぜ、世の中ってやつは。分かった、これ以上は聞かない。ただ意志が偶然を引き寄せることもある。それをこう呼ぶんだろうさ、宿命ってな。宿命か。何にせよそいつはもうお前のもんだ。どう使うかもお前次第。引き金を引いた結果が偶然か宿命かも俺次第か。 Oh Mann, hey, was für tiefsinnige Worte so kurz vorm Schlafen gehen, wa? Naja, es mag durchaus was für sich haben, nur finde ich ein bisschen seltsam, dass der Spruch erst jetzt kommt. Okay, mal erst ein Speicherpoint. Wohin jetzt genau? Hierhin kommen wir ja. Gehen wir gleich mal hierhin, wa? Alicia, wie war das? Gehen wir mal nach Hause. Zum Ausboss und Heilen auf dem Schlachtfeld steht hier, aber trotzdem sagen die alle, ich soll zu ihrem Haus gehen. Das ist auch mal interessant, wa?
so widersprüchliche Aussagen. Hm. Na, mal schauen. So. Wir sind ja sowieso gleich da. Da ist kein Problem. Ist sonst irgendwas auf der Karte markiert? Nö, auch nicht. Hm. Wollte sagen. Nee, Moment. Dieser Weg wird der richtige sein. Zumindest hoffe ich das. Jetzt auch Exerzierübungen. Exerzieren. Oh. Hm. Ich sehe nur zu ihrem Haus gehen, aber hier sehe ich noch nichts auf der Karte. Das wundert auch eher die Aussagen mit dem Ausposten heilen richtig, wa? Schon die Goldtruhe ganz vergessen. Ja, war ja eine, stimmt. Diefter-Schleife, bitte, was? Diefter. Was auch immer das sein soll. So. Ja, bei ihrem Haus sind wir, hier ist aber nichts. Wenn wir sagen, Freunde, im nächsten Part geht es wirklich ab aufs Schlachtfeld und dann mal gucken, was dann so abgeht. Weil, ich meine, wie lange wird es wohl noch dauern, bis wir entweder auf Heldalf treffen oder was könnte sonst noch so alles passieren hier? Bei Tales of Zestira, wie gesagt, von den großen Gegnern, die uns noch fehlen. Heldalf? Hat irgendwann Mautilus auf dem Unterdämpfboss sein? Haben wir immer noch Ednas Bruder und, nicht die Kardinalin, der. Verdammt, mir fällt der Name nicht mehr ein. Von der Dame hier, versteht schon diejenige, die halt Alicia aufgezogen hat, die für sie wie eine Art Mutter war und ja, auch das Schwert damals geklaut hat vom Wassertempel. Verdammt, wissen sie schon wieder. Der hat total irgendwie so einen frauenuntypischen Namen. Ah, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Egal, nächsten Park geht es hoffentlich weiter und jo, würde man sagen, bis dahin. Sehen wir uns, wa? Ne, in diesem Sinne natürlich noch einen schönen Tag und so und bis dahin, ciao zusammen!